So, meine lieben Freunde, es geht weiter mit Final Fantasy 7 und wir haben im letzten Part, beziehungsweise in der letzten Doppelfolge, die ich gemacht habe, ja, haben wir das Eisgebiet abgeschlossen. Ja, wir haben alles Wichtige bekommen. Wir haben die Materie bekommen, wir haben noch eine Materie bekommen. Wir haben ein paar Dinger gekriegt, die ich auch gerade mal ausrüsten will. Wo es mir gerade mal einfällt, hier so ein paar Kapseln. genau. Und das ist sehr geil. Wir haben es auf jeden Fall in 2 Folgen geschafft und ich bin sehr gut durchgekommen. Da bin ich sehr stolz auf mich. Und jetzt geht es weiter nach Norden. Habe ich eigentlich ihr Limit ausgerüstet? Habe ich nicht, ne? Das muss ich gerade mal ganz schnell machen. Zack. Boah, wie gut, dass ich an sowas gerade denke noch. Bevor ich irgendwie sie wieder wegschicke und ewig lange kämpfe oder sonst was und es einfach nicht merke. So, jetzt geht es weiter nach Norden. Hier wird es spannend. Genau, jetzt haben wir nämlich eine Körpertemperatur, ja, 36 Grad und es wird noch heißer. Und zwar, wenn wir jetzt hier sind, können wir die Wechseltaste, also Viereck hämmern, bis wir ungefähr bei, ich glaube, ja gut, höher als 38 Grad geht es nicht. Jetzt können wir nämlich weiterklettern. Und das darf nicht weiter runter als irgendeine Gradzahl gehen. Ich meine, wenn man 38 Grad hat, dann hat man schon Fieber. Mal ganz abgesehen davon. Einfach so ein bisschen schütteln, da wird man wärmer, aber gut. Ne? Hinterfragen wir manchmal die Logik hier. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, weil sonst knackst man wieder ein, ne, und spawnt da unten wieder. Das ist ein bisschen doof, das wollen wir nicht. So, und gleich wird das nämlich noch ein bisschen tricky, das Ganze. Achso, hier, ne, wir können, achso, können wir nicht, sehe ich gerade. Wir können nicht Select drücken. Also können wir schon, aber passiert nichts. Weil das passiert, glaube ich, noch gleich, dass wir mehrere Abzweigungen haben. Und den richtigen wählen müssen, ansonsten sind wir für immer doomed. Nein, sind wir nicht, aber okay. Ich bin schon da. Ich habe nichts gesagt. Ich habe in Erinnerung, dass man hier auch irgendwo... Wahrscheinlich habe ich schon verpennt. Es war eine Mischung aus verpasst und verpennt. Irgendwo da gibt es auf jeden Fall noch einen, so einen fiesen Dings, wo man reinlaufen kann und was kacke ist. Und hier gibt es auch, meine ich, ein Secret. Irgendwo hier auf jeden Fall. Hier gibt es auch Zufallskämpfer. Und zwar irgendein... Nee, warte mal, das ist... Ja, okay. Hier kann ich nicht hoch, ne? So, der Hintergrund hier in der Eishöhle sieht sehr cool aus, wie ich finde. Oh, Instakill. Bam, bam, kein Instakill. Doch, auch Instakill, weil Tifa einfach viel zu mächtig ist. Ich hab irgendwie Bock, Tifa hoch zu trainieren. Weil ich Tifa geil finde, weil sie dicke Brüste hat. Das ist die einzige Begründung. Ja gut, dann gehen wir halt hier rein. Haben wir sonst keinen Weg. Ich mach mal hier mein Navi an. Sonst verzweifle ich noch. Ah ja, dann war das... Warte mal, war das hier oben drauf? Ja, genau, hier. Das erkennt man nicht. Das ist ziemlich gemein. Schmuckband! Ist das... Warte mal, ist es das schon? Das Schmuckband war das, glaube ich. Jawohl, das ist das Schmuckband. Das heißt, der PS1-Version anders. Die Schleife ist das, genau. Das ist mit Abstand das beste Accessoire, was es in diesem Spiel gibt. Hier, Schutz vor sämtlichen anormalen Zuständen. Das heißt, ich kann nicht vergiftet werden, ich kann nicht zum Zwerg gemacht werden, ich kann nicht vergiftet werden, habe ich schon gesagt. Ich kann nicht zum Frosch verwandelt werden, ich kann nicht versteinert werden, ich kann nicht schlafen geschickt werden, ich kann nicht... Ich bin vor Tod bewahrt, ich bin, was gibt's noch alles? Ich kann nicht erblinden. Ja, mehr fällt mir spontan nicht ein. Von daher, nutzen wir das. Absolut, Wasser ist extrem hilfreich, habe ich irgendwie gemerkt. Und Sicherheitsbild ist auch ganz schön geil, deswegen nehme ich das mit meinem Barrel. So! Geil. So, genau. Das Ziegen scheint nämlich auch im Kopf. Ich hatte auch irgendwie gerade in Erinnerung, dass es hier war. Also, dass es hier quasi dieses Schmuckband gibt. Sehr, sehr geil. Ist auch irgendwie unlogisch, ne? Guck mal, da oben, unten rechts sind wir jetzt reingegangen. Einmal kurz nach links gegangen, jetzt kamen wir oben links wieder raus. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Hier, so, der Abstand ist halt viel geringer hier. Naja, ist auch egal. So, Tifa. Cloud hat heute Angriffsverbot. Giftiger Barf. Gift. Oh. Guck mal, Cloud hätte das jetzt nicht getroffen. Weil Cloud cool ist. Nehmt euch ein Beispiel an Cloud. Bam. Dann greif ihn halt an. Warte mal, greif das kleine Viecher mal an. Dann machst du schon mal grundlegenden Schaden. Fireball. Piu. Irgendwie ist die Animation ein bisschen kaputt. Bam, bam. So, der dürfte tot sein.
Okay, er ist doch auch nicht tot. Ja, okay, ich hab's verstanden. Jetzt sterbt alle einfach nur. Oh, das. Irgendwer wird jetzt sterben. Nee, doch nicht. Oh, geil. Das war der perfekte Charakter, den man hätte treffen können. Jetzt habe ich nämlich richtig schön Limit Break gesammelt. Na schön, ich setze ihn bei Cloud gleich mal ein. Beziehungsweise eigentlich wäre es voll geil, ihn aufzuheben, weil bald ein Boss kommt. Aber den werden wir in der Folge sowieso nicht mehr sehen. Hoffe ich zumindest. Weil ich habe jetzt auch eigentlich nur Zeit für eine Folge. Und ich habe auch, weil ich ja letztes Mal diese Doppelfolge gemacht habe, den Plan... Ach komm, dreimal, warum nicht? Habe ich auch den Plan eigentlich nur... eine Folge gerade aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt. Okay, das klappt nicht. Da komme ich aber nicht durch. Ah, ich weiß noch, wie das geht. So in etwa jedenfalls. Oder auch nicht. Achso, doch. Doch. Ich muss hier oben lang, ja. So, erstmal holen wir uns die Truhe hier. Mit einem Kurzspeer drin. Das klingt doch nach einer Waffe für unseren liebsten, allerliebsten in jedem Final Fantasy auftretenden Charakter. Okay, komm. Nämlich Cid. Cid Hochwind. Bam. Gegenangriff nennt man das. Was nennt man eine Sprungattacke? Das ist mächtig. Man macht jetzt ungefähr 6800 Schaden. Habe ich recht? Nicht ganz. Hat letztes Mal 6800 oder so gemacht. Es hängt halt auch immer vom Gegner, wie hoch die Verteidigung ist. Bla 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 bla, ne? Also, so wenig macht er jetzt nicht gedacht. Naja, ist ja auch egal. Er ist trotzdem tot. So. Dann war das hier, glaube ich, genau. Zack. So, hier kann ich mich einmal hier elegant durch. Komm dann hier wieder raus. Kann dann einmal das Ding hier anstupsen. Buff. Einen dicken Felsen, der jetzt erstmal lang rollt. Ganz geschmeidig. Bäh. Eine wunderschöne Animation, wenn ich das mal so sagen darf. So, ich muss jetzt einen Meter weitergehen, damit ich unten lande. Nee, doch nicht. Da! Okay! Hier drin einen Zufallskampf, habe ich auch noch nicht gesehen. Angriff. Cloud hat Angriffsverbot, denn er muss nicht mehr leveln. Doch eigentlich schon, aber das geht sowieso von automatisch. Deswegen möchte ich jetzt die anderen einsetzen. Weil das ist geil. Ne, das macht mir viel zu viel Schaden. Das habe ich nicht erwartet. Töte ihn! Bam! Bitte. Bam. Ich hoffe, ich erreiche in den nächsten 12 Minuten ungefähr noch einen Speicherpunkt. Ich weiß nämlich nicht genau, wo es hier einen gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Achso, wir können übrigens hier drin jetzt nicht mehr erfrieren, ne? Das dürfte klar sein. So. Oh, ich will jetzt aber auch echt die Kämpfe mitnehmen, weil hier kann man... Das habe ich noch in Erinnerung. Echt gut trainieren. Also hier habe ich tatsächlich damals auch extrem viel die Charaktere aufgelevelt. Also sehr viele Limits freigeschaltet und so. Weil eben so viele Gegner kommen. Und da müssen wir uns jetzt einfach mal die Zeit nehmen. Zur Not nehme ich halt noch eine zweite Folge auf und muss dann übermorgen wieder nur eine aufnehmen, bis es klappt. Wäre ein bisschen blöd, weil ich dafür eigentlich nicht mehr so viel die Zeit habe, aber... Hä? Heilige Makrele. Stirb. Bitte. Was? Was ist da gerade passiert? Was ist da gerade passiert? Aber ich habe Zauberatem gelernt. Habt ihr das gesehen? Jetzt stirb doch mal, ey. Dankeschön. Okay. Diesen mächtigen Gegner habe ich nicht mehr in Erinnerung. Hat mich gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen. Merkt man vielleicht. So, ein bisschen aufteilen hier. Zack. So, jetzt kannst du auch nochmal heilen hier. Bam, bam, bam. Ups. Falschen getroffen. So verschwinden die MP wieder. So, warte mal. Was habe ich denn jetzt genau gekriegt? Habe ich jetzt Zauberatem? Habe ich das richtig gesehen? Zauberatem. Hat das? Tiefer. Ich habe den anderen gar nicht. Doch. Hat das der andere auch gekriegt? Ja. Okay, sehr gut. Ist im Endeffekt, ja, wir haben ja auch die dritte Feindeskönne, ne? Die habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Ja, die werde ich auch, denke ich, nicht ausrüsten, weil ganz im Ernst, das bringt nichts. So, jetzt kann ich ja, genau, wieder nach unten. Werde dabei wahrscheinlich wieder 20 Zufallskämpfe triggern. Aber sonst geht's mir gut. Kann es hier lang.
Ach komm, einmal darfst du auch angreifen, Cloud. Ich hätte vielleicht einen anderen nehmen sollen, weil dann hätte er ihn angehittet. Und wahrscheinlich noch nicht getötet. Bam, aber vielleicht stirbt er auch so. Ja, vergifte mich doch. Du kannst mir gar nichts, ey. Scheiße, kannst du doch. Mir ist immer schön, wie sein Tattoo nicht grün wabert. Bam. Sehr schön. Nur angehittet. Da finde ich super. Das war sick. Piu. So langsam könnte Barrett aber auch mal den nächsten Kacke kriegen, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Aber so langsam? Bin ich jetzt richtig hier? Ja, bin ich. Bin ich hier richtig? Beim Bingo? So, bin ich jetzt schon? Nee, bin ich noch nicht. Ich dürfte da, ich... es könnte hier schon sein. Und an einem bestimmten Ort rauskommen. Das wäre nicht gar nicht schlecht, weil das bedeutet, der Speicherpunkt ist nicht fair. Okay. Dann war das hier wahrscheinlich mit dem... Ja, genau, hier kann man sich verlaufen. Oh Gott, ich weiß den Weg aber auch nicht mehr auswendig. Nach rechts. Prophezeit Leon. Mal gucken, ob das richtig war. Cloud, bitte kletter schneller, weil sonst stirbst du gleich. Oh, ihr... Ich hasse dich. Das sieht nicht gut aus. Ich kann hier, glaube ich, nicht hochklettern. Ha! Na, wunderbar. Dann nochmal eben hochdingsen hier. Cloud, bitte kletter schneller. Denn du hast nicht so viel Leben. Nach oben bitte. Und zwar schnell, sonst erfrierst du. Und das wollen wir nicht. Ich weiß nicht, auf welche Gradzahl es runtergehen darf. Okay, jetzt geht sie gar nicht mehr runter. Doch, jetzt. Das sieht richtig aus. Knopf drücken und hoch. Die X-Taste drücke ich auf dem Xbox-Controller. Ah, das ist hier gar nicht der X-Knopf. So, war das richtig? Ich glaube, das war die Sackgasse. Ah, da steht sogar Sackgasse. Hätte man auch drauf kommen können. Ah, das tut der Leon nicht. Oh, ah, warte mal. Der hat eine... Der hat ein feines Können für uns. Was eventuell gerade schon einsetzt. Nein. Ja, doch. Böser Atem. Das war sogar. Ja, ja, wunderbar. Gut. Macht nichts. Macht doch was, denn das macht fucking viel Schaden. Heilige Scheiße. Ah, zum Glück habe ich das Schmuckband, sonst würde ich hier verrecken. Mit Cloud. Ist okay. Töte ihn bitte schnell. Bevor Barrett stirbt, weil dann kriegt er bald wieder ein Limit. Ha, das wäre sexy. Bam, so, jetzt stirbt er bestimmt, oder? Ja. Weil er ist einfach nur overpowered. Böser Atem war das, genau. Und der Gegner heißt, das hätte ich euch mal zeigen können. Der heißt Marlboro. Das ist kein Joke. ich weiß nicht, vielleicht haben sie es hier wieder geändert in der PC-Version, aber sein eigentlicher Name ist Marlboro. Finde ich ein bisschen lustig. So, zack, 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 zack und hoch. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Weg, sonst kotze ich im Strahl, weil sonst muss ich wieder 1000 Meter nach unten. Sieht aber ganz gut aus. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob gleich schon dieser Ort kommt, wo auch ein Speicherpunkt ist. Das dürfte sogar schon der Fall sein, weil gleich kommt ein Boss. Und der Boss ist wie jeder Boss in dem Spiel, wie ich es immer sage, nicht einfach. So, kommt das schon oder kommt jetzt erstmal hier der andere Kack? Ah, ich glaube, es kommt erstmal der andere Kack. Eigentlich finde ich das Gebiet echt cool und hier kann man auch echt gut trainieren.
Aber das Problem ist halt, dass irgendwie keine Speicherpunkte gibt und ich habe Angst. Ach komm, Cloud, jetzt darfst auch du wieder ran hier. Bam, bam. Kannst du eigentlich mal... Ist auch egal. Cloud will den jetzt eh insta-killen. Von daher spielt es keine Rolle. Bam. Dein Schaden... Ah! Hohoho, ich habe nichts gesagt. Bam, bam. Piu. So, hat ihr einen Kill gekriegt. Beziehungsweise eigentlich sogar Barrett 2. Finde ich super. Ich guck gerade mal ganz schnell. Nicht, dass ich mich schon versehen... Nein, okay, leider nicht. So langsam reicht's mal, ne? So, ah! Oh, hier kann ich speichern. Hier kann ich speichern. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Wunderbar! Dann werde ich das nochmal ganz kurz in Anspruch nehmen. Wenigstens, schon mal so. Dann kann ich nochmal ein paar Minuten hier weiter erkunden. Und dann werde ich auch hier die Folge beenden, denke ich. Das passt ja wunderbar. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Mal 41 sind wir schon. Wir haben schon ein Level aufgestiegen in der Zeit hier. Das ist doch schön. Ich kann noch ein bisschen trainieren hier, so 300 Minuten lang. Du kannst mir nix. Miss! Oh, guck mal, steht da noch nicht mal. Ah, ich habe mir vorhin einen Splitter in den Fuß gerammt und der tut mir ein bisschen weh und ich kriege ihn nicht raus. Hast du gerade deinen Kollegen vergiftet? Was ist denn bei dir verkehrt? Was passiert hier? Habe ich die irgendwie verarscht? Habe ich die irgendwie verwirrt? Jetzt stand da auch Miss. Okay, irgendwas ist mit denen fürchterlich verkehrt, mit den Viechern. Die hassen sich irgendwie gerade gegenseitig. Ich weiß nicht genau warum. Naja, tiefer kann natürlich vergiftet werden. Aber ist kein Problem. Ach komm, einen darfst du auch mal kriegen, Cloud. Einen darfst du auch. Piu. Oder auch nicht. Bitte, 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 bitte. Ja, Double Poison ist was auch immer. Das heißt Vergiftung auf Englisch. Also Gift heißt Poison, das weiß ich auch. Aber Vergiftung? Du kannst mir nix! Nein, ich hab Klauen angegeben, ich bin doof. Egal. Ich bin fast dazu geneigt, einfach noch 2 Minuten hier so ein bisschen rumzutrainieren einfach. Nur ganz bisschen. Ich will sowieso mal gucken, wo es hier genau eigentlich weitergeht. Kommt hier jetzt schon der... Ah, okay, 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 okay. Jetzt sind wir nämlich schon hier in der Außenwelt. Ja, 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 ich hab... Ich weiß, was es ist. Ich weiß, wo wir sind. Mensch, das ist ja merkwürdig. Oh, die Zornesbomberviecher. Klapp, klapp. Klapp, klapp, da baller ich auch lieber mit Cloud drauf. Blöd ist jetzt Cloud leider da auf und töte ihn nicht, finde ich gut. Tiefe hat aber auch lange Haare. Hat's echt? Mit so einem komischen geteilten Zopf, das ist ganz, ganz merkwürdig. Jetzt sterbt doch mal, wie viel haltet ihr denn aus? Ey, das wird lächerlich hier. Bam. Dankeschön. Komm, man kann Cloud auch einmal hier anhitten, ne? Eigentlich sogar zweimal. Oh, Extrembomber. Ich bin tot. Nee, Barry ist nicht tot. Finde ich gut. Interessant. Bitte nicht auf... Ich hätte einen Safe-Kill kriegen können, aber spiel so. Nö. Okay, dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Kills, wenn Barrett stirbt, mitgerechnet werden. Also angenommen, Barrett tötet im Kampf Gegner und stirbt dann, ob der dann für die Limit Breaks und so mit dazu gerechnet wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. So, Phoenix Feder. Eigentlich können wir uns bald mal die Phoenix Feder sparen, indem wir einfach mal einen fucking Lebenszauber ausrüsten. Aber hey, so, ich glaube, ich werde gleich mein Zelt benutzen. Ich gehe jetzt zurück. Unsere Zeit hat geschlagen, ja. Mini-Training absolviert, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob wir noch einen Kampf triggern. Ich hab's mir schon fast gedacht. Naja. Gucken wir, ob Barry das nochmal überlebt. Das wäre super. Obwohl, es sind eigentlich Kackgegner. Barry darf alles abzufangen, Mann. Ach komm, ey. Bring es zu Ende. Okay. Ihr könnt mich auch mal. Ja, ganz im Ernst. Brrrt.
Ultrasound, ey. Ultraschall oder Ultra... Ultravox oder... I'm dancing with tears in my eyes. Ich glaube, das war von Ultravox. Das ist eine Band. So, so ein 80er-Jahre-Kack. Würde ich ja niemals hören, sowas. Ich habe nur drei. Ich habe nur vier Zelte. Oh mein Gott. Gut, aber ich benutze sie selten, von daher passt es. Gut, dann sage ich Ihnen einfach mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Wir sind jetzt hier in den Gaias-Klippen. Gaias Cliff heißt es übrigens in der PS1-Version. Da haben sie es nicht übersetzt. Sind wir angelangt und es wird spannend. Ich bin echt froh, dass wir dieses Schneegebiet, dieses Kotz-Schneegebiet hinter uns haben, was eigentlich echt klar ging. Und ja, bald kommt ein neuer Boss und so. Und dann kommt bald auch neue Story und so. Und dann wird es richtig, richtig geil. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.